Na damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Runde 2 von Fahrenheit. Ich bin jetzt nur im Pausemenü drin, weil in Fahrenheit kannst du meistens nicht irgendwie mal 10 Minuten irgendwo rumstehen und labern, weil meistens hat man so ein bisschen Zeitdruck. Deswegen werde ich wahrscheinlich meistens im Pausemenü starten, aber wir gehen direkt mal zurück und weiter geht's. Der liebe Lukas muss sich jetzt nämlich mal irgendwas einfallen lassen, um zumindest nicht auszusehen wie ein Massenmörder. Nee, Moment mal, ich sollte mich vorher erstmal irgendwie verbinden, oder? Oder muss ich mich nicht erstmal um meine Hände kümmern? Sonst wird das doch alles blutig. Meine Eltern, Markus und ich, vor dem Unfall. Markus und ich vor dem Unfall. Das heißt, Markus, wer immer das auch ist, wahrscheinlich der Bruder, vor dem Unfall. Ich guck mal, kann ich das anziehen? Ich muss was dagegen tun, dass meine Handgelenke weiter bluten. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich dachte mir, ich probier's mal. Gehen wir mal. Irgendwo im Badezimmer oder so, irgendwo hat er schon First Aid Kit liegen, denke ich mal. Da ist was unter meiner Tür auch. Hallo? Lukas, schön, dich zu sprechen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Und ehrlich gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Was ist denn los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. Das war Markus, wenn ich mal raten müsste. Oh, hier ist irgendwas weg damit. Die Sachen, die ich gestern anhatte, total blutverschmiert. Die räume ich besser weg. Da kommt mit Sicherheit gleich jemand her und durchsucht mein Haus. Komm, beeilen wir uns mal. Da rein damit. Wo hast du denn jetzt First Aid? In jedem Videospiel gibt es ein First Aid Kit oder so. Meine Arme sind blutverschmiert. Ich dusche zuerst, bevor ich einen Verband anlege. Ja, okay, hast recht. Dabei war es eigentlich Standard-Horrorfilm. Immer diese Badezimmer-Spiegelklappe da, da ist immer was dahinter. Ich gucke so viele Horrorfilme, eigentlich müsste ich das wissen. So, jetzt aber, First Aid. Ein zweites Mal machen sie das mit Sicherheit nicht mit mir. Jetzt steht er nicht mehr hinter mir. Hoffe ich. Ich habe halt das Gefühl, irgendwer wird jetzt daheim vorbeischauen. Ja. Weil, wenn irgendjemand. Ist da noch irgendwas drin? Weil, wenn sie mir die Möglichkeit geben, mein Haus aufzuräumen. Dann kommt doch bestimmt irgendjemand vorbei. Wahrscheinlich die Polizei. Ich habe so viel Beweise hinterlassen. Die kommen mit Sicherheit vorbei. Sonst noch irgendwas? Ja. Diesmal nicht. Eigentlich sollte das plus 5 von Stresspunkten geben. Weil wenn das nicht Stress abbaut, was dann. Ja, hier sag ich doch. Dankeschön, liebes Spiel. Okay, wie wär's jetzt mal mit was anziehen? Du hast keine Zeit, dich zu setzen. Wahrscheinlich war das so ein Hinweis darauf, naja, nimm mal Medizin oder so, irgendwelche Schmerzmittel oder so, zieh dich mal an. Muss nur gucken, dass mein Haus sauber ist. Vielleicht hätte ich die Waschmaschine noch anmachen sollen. Ach komm.
Moment mal, das mach mal zu. Falls echt jemand mein Haus durchsucht, einfach mal alles hier so richtig schön zulassen. Was ist denn mit dem Blut eigentlich da am... Auf diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Die sollst du wegtun. Ich bin eh nicht müde. Ich weiß, du sollst... Ja, die müssen weg. Damit lassen sich die Blutflecken verdecken, falls genau. jemand hier reinkommen sollte. Falls. Den Laken wechsle ich später. Ja, falls hier jemand reinkommt. So, jetzt sieht's eigentlich, da ist irgendwas unter meiner Tür. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Oh, shit. Was, auf die Plätze, was? Was? Ich hab's versaut. Hey, was ist das? Bleiben Sie, wo Sie sind und nehmen Sie die Hände hoch. Ah, das ist so eine... Diese Bilder in meinem Kopf. Ich verliere wohl allmählich den Verstand. Also super war das nicht. Ich habe zwei, drei Dinge eigentlich versaut, aber der Polizist scheint, oder der scheint später vorbei... Okay, dann hab ich noch Zeit, hier aufzuräumen. Wahrscheinlich, weil ich das jetzt super gemacht habe, obwohl ich es ein paar Mal versaut habe, habe ich jetzt gesehen, was passieren wird. Das heißt, wo er nachgucken wird. Und das habe ich jetzt eigentlich erledigt. Das dreckige Laken ist weg. Oder zumindest verdeckt. Und mein blutverschmiertes T-Shirt hier ist weg. Aber wie kommen die denn jetzt schon auf mich? Das wäre jetzt doch ein bisschen arg früh. Vielleicht kommen die auch wegen was anderem. Komm, spiel eine Runde. Nach dem, was gestern Abend geschehen ist, steht mir nicht der Sinn nach Musik. Schade. Ich dachte, das könnte ihn vielleicht ein bisschen entspannen. Da draußen, der Rabe. Derselbe wie gestern. Kann ich hier draußen irgendwas machen? Ach ja, da in der Ecke lag, glaube ich, irgend so eine Karte. Man hat diesen Bonus da gesehen. Also man kann, glaube ich, während man hier ums Überleben kämpft, diese Karten immer finden. Obwohl ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Ich habe sie nicht gesehen. Da kann man, glaube ich, ja wahrscheinlich am Schluss dann im Hauptmenü irgendwas freischalten. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas machen muss. Ich gehe mal an den PC. Das wäre jetzt so eine richtige Inception, wenn er jetzt hier anfängt, noch irgendwas nebenher zu zocken. Was? Auswahl, Eingabe. Ah. Meine Mails, Posteingang, keine neuen Nachrichten. Das ist wie im echten Leben, kein Schwein schreibt mir. Computerspiele fordern neue Opfer. Massakers, Chicago High School, gewalttätiger Computerspiele wurden bei dem... Shia. Mehr Schnee, ja. Die Computerspiele sind dran schuld. Wer zum Teufel spielt doch Computerspiele, ganz ehrlich? Man soll seine Zeit gefälligst nicht mit sowas verschwenden. Das heißt, aufstehen, Lukas, und jetzt kümmern wir uns mal darum, dass du... morgen noch nicht im Knast landest. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Oh oh. Die Polizei weiß Bescheid. Sie kommen mich festnehmen. Woher wissen die denn jetzt schon? Polizei, aufmachen. Sekunde, ich komme. Sie dürfen nichts finden, was mich mit dem Mord in Verbindung bringen könnte. Ich kann noch schnell ein paar Sachen verstecken, bevor ich aufmache. Ich glaube, ich habe alles erledigt. Ich habe zwar noch Zeit, aber ich will nicht, dass er dann sagt, warum haben Sie so lange gebraucht. Ich bin von der New Yorker Polizei. Ich muss Sie auffordern, die Tür zu öffnen. Sofort. Es tut mir leid, ich habe Sie warten lassen. Ich stand unter der Dusche. Sind Sie Lucas Kane? Ja. Mr. Kane, die Nachbarn hörten Schreie aus Ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht? Ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Was soll ich denn sagen? Ja, komm, nein. Ja, dann tun Sie's. Ich meine, rein rechtlich könnte man ihn draußen lassen, aber... Was ist denn mit Ihren Handgelenken los?
Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Mann, oh Mann. Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja, bei all dem, was so vorgeht, ja, sind wir lieber vorsichtig. Verstehe ich schon. Natürlich. Schönen Tag noch. Puh. Jetzt hätte ich wahrscheinlich schon im Knast landen können. Ja, das lief gut. Noch eine Vorsehung? Nee. Was ist denn das da unten? Ach, das ist nur die Zeitung. Massaker in einem Restaurant im East End. Ein besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette eines hiesigen Restaurants begangen. Die Polizei fahndet nach einem circa 30-jährigen, durchschnittlich großen Mann mit braunem Haar und dürfte in den nächsten Tagen ein Phantombild des Verdächtigen. Ich bin auch 30. Ich bin auch durchschnittlich groß. Braunes Haar kann man bei mir nicht sagen. Ich habe eher dieses Straßenköterblond. Wie man es, glaube ich, nennt. Ich muss mal irgendwas gegen diese... Habe ich nicht irgendwelche Aspirin oder irgendwelche Schmerzmittel oder sowas da? Ist da nicht irgendwas drin? Nee. Warum nicht? Ich glaube, ich soll mich mit Markus treffen. Also momentan ist ja, glaube ich, die Aufgabe damit... Ich denke mal, dass es Markus war. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht ein zweites Mal machen. Mein Schaden kann es auch nicht. Was habe ich hier noch? Der ist da. Er macht gar nicht so. Ah, das könnte Tyler gewesen sein. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Komm, wir können gehen. Nein, nein, nein. So, weg hier. Kannst du jetzt Musik machen? Oh, Moment mal. Die Küche ist ja total dreckig. Oder? Ja, eigentlich wollte ich sauber machen. Ich glaube, irgendwo... Ich meine mich noch zu erinnern. Ich habe es ja einmal gespielt, aber die Story schon wieder irgendwo vergessen. Ich glaube, irgendwo war noch so eine Karte drin, oder? Ja! Bisschen was ist doch noch hängen geblieben. Aber Hauptsache, ich habe die Story vergessen. Das reicht völlig. So, Nee, du sollst das sauber machen. Ich geht Leitungswasser. Eigentlich wollte ich hier nur sauber machen. Okay, egal. Das ist dasselbe wie vorher. Okay, gehen wir, komm. Ich würde sagen, wir sind fertig und können jetzt einmal zu Markus gehen oder so. Als Markus und ich klein waren, waren wir unzertrennlich. Er war es, der sich nach dem Tod unserer Eltern um mich kümmerte. Als er dann Priester wurde, trennten sich unsere Wege. Aber er ist noch immer der Einzige, dem ich vertrauen kann. Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Schön, dich zu sehen. Du fehlst mir. Lang ist's her. 2 Jahre. Also, was ist passiert, Lukas? Ich habe jemand getötet, Markus. Gestern Abend in einem Restaurant. Es war, als sei ich besessen, in einer Art Trance, als sei ich bloß eine Marionette. Ich sah, was ich tat, aber ich konnte nichts dagegen tun. Oh Gott. Das glaube ich nicht, Lukas. Das kann nicht wahr sein. Du wärst zu so etwas gar nicht fähig. Die
dieser Mord. Was ist denn genau passiert? Gestern Abend ging ich nach der Arbeit noch in ein kleines Restaurant, um etwas zu essen. Ich saß an meinem Tisch und las ein Buch. Ab da habe ich ein totales Blackout. Ich erinnere mich an gar nichts, bis ich mich auf einmal in der Toilette wiederfand mit einem Messer in der Hand. Es war schrecklich. Du warst allein hingegangen? Ja, Tiffany und ich. Wir trennten uns vor einem Monat. Ich versuche möglichst wenig in der Wohnung zu sein. Es ist dort so schrecklich leer ohne sie, weißt du. Wem hast du sonst noch davon erzählt? Niemandem. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Gab es Zeugen? Hat dich jemand gesehen? Vermutlich. Ich verließ das Restaurant so schnell ich konnte. Die Polizei hat mich anscheinend noch nicht identifiziert. Aber sie dürfte wohl bald meine Fährte aufnehmen. Während dieser schrecklichen Tat sah ich etwas oder eher jemanden. War jemand bei dir? Nein, es war wie eine Art Vision. Ich sah einen Mann umgeben von Hunderten von Kerzen und dann dieses Mädchen. Du sahst ein Mädchen? Sie war allein, verloren. Sie bat mich um Hilfe. Was ist mit mir los, Markus? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Du kennst mich am besten, Markus. Hilf mir. Nun, Lukas. Ich weiß nicht recht weiter. Die ganze Geschichte ist so verrückt. Vielleicht brauchst du professionelle Hilfe. Die meisten Fälle von Besessenheit sind angeblich auf psychische Probleme zurückzuführen. Markus, ich habe kein psychisches Problem. Ich bin nicht verrückt. Ich bin Priester, Lukas. Es ist ein schweres Vergehen, jemandem das Leben genommen zu haben. Aber ich war es doch nicht, Markus. Nach all den Jahren hat sich nichts geändert. Du hörst mir nie zu. Lukas, verlange nicht von mir, zwischen meinem Glauben und meinem Bruder zu wählen. Ich bin kein Mörder, Markus. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich will nur, dass du mir glaubst. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber ich werde nicht gegen meinen Glauben handeln. Ich muss erst Antworten finden. Ich rufe dich an. Hier. Du brauchst es wohl nötiger. Markus, du weißt, dass ich nicht daran glaube. Danke. Dieser Junge wird auf dem Eis ausrutschen. Das muss ich verhindern. Der Polizist vom Restaurant. Wenn ich nichts tue, stirbt das Kind. Aber wenn ich etwas tue, erkennt mich der Polizist. Oh oh. Was mache ich bloß? Oh oh. Oh oh. Komm, scheiß drauf. Oh shit. Der wird mich sehen. Wieso helfe ich dem? Ich hätte abhauen sollen. Da ist er. Er ist bewusstlos. Mein Gott, kann Lukas lange die Luft anhalten. Auftauchen, bevor mir die Luft ausgeht. Wollte ich gerade sagen. Mein Gott, kannst du lange die Luft anhalten. Oh. Dann muss ich beide Hände hernehmen. Der wird mich sehen, der Polizist. Jetzt lande ich wahrscheinlich direkt im Knast und... Auf der anderen Seite, wenn da eine Überwachungskamera wäre, hätten die mich wahrscheinlich auch gesehen. Oh oh. Nein, 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 geh noch runter zu ihm. Komm, jetzt ist eh egal, der... Wobei, noch hat er mich nicht gesehen. Komm weg. Hey, Sie sind doch... Hände hoch! Und damit endet meine Geschichte. Verdammt! Der Zufall hatte es gewollt, dass der Polizist aus dem Restaurant gerade im Park auf Patrouille war und ich ihm direkt in die Arme lief. Die Chance, dass einem so etwas passiert, betrug vielleicht 1 zu 1000. Wenn überhaupt. Bei mir musste es natürlich passieren.
Ich werde den Rest meiner Tage im Gefängnis verrotten und nie erfahren, was an jenem kalten Januarabend in diesem Restaurant im East End geschehen ist. Ich hätte abhauen sollen. Für meine Umwelt bin ich lediglich ein Mörder. Ich hätte abhauen sollen. Verflucht noch eins, ich hätte abhauen sollen. Ich hätte mich zu ihm runterknien müssen wahrscheinlich. Was heißt müssen? Ich werde ihn trotzdem retten. Ich glaube, der hat mich jetzt vielleicht nur... Da ist er. Komm, hoch, hoch, hoch. Ich glaube, der hat mich nur... Schnell. Komm. Ich muss auftauchen, bevor mir die Luft ausgeht. Aufgehalten, weil ich danach abgehauen bin. Ich dachte, ich rette ihn und dann flüchte ich schnell. Die Polizisten werden sich schon um den kümmern. Jetzt, ich lehne mich jetzt noch zu ihm runter. Er wird mich vielleicht trotzdem erkennen. Egal. Oh, jetzt habe ich das erste Mal schon verloren. Und das Spiel geht noch nicht mal eine Stunde. Komm, egal. Kümmere dich um ihn. Erstmal. Eins, zwei, drei. Was, jetzt drücken, was? Eins, zwei, drei. Warten, jetzt. Eins, zwei, drei. Jetzt. Eins, zwei, drei. Wie wär's mit Beatmung? Eins, zwei, drei. Ich kann's anscheinend besser, als ich dachte. Patrouille 324. Ein Kind ist ins Wasser gefallen. Schicken Sie den Notarzt. Mann, tät nicht jeder. Das Kind wäre sonst tot. Das ist ein Held. Er sprang ohne zu zögern ins eiskalte Wasser. Ohne ihn wäre das Kind da nicht mehr lebend rausgekommen. Der Polizist hatte mich erkannt. Das war sicher. Warum er mich wohl nicht festnahm? Vielleicht meinte er, wir wären quitt. Ich hatte ein Leben genommen und eins gerettet. Trotzdem wurde ich natürlich weiterhin von der Polizei gesucht. Aber als ich den Park verließ, wusste ich, dass ich mich nun wieder im Spiegel ansehen konnte, ohne mich vor mir selbst zu ekeln. Für einen Polizisten habe ich die verdammt schlechte Angewohnheit, mich von dem Fall, an dem ich gerade arbeite, total einnehmen zu lassen. Ich bin völlig fertig. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Irgendwas an dem Fall ist faul. Aber ich kann zum Verrecken nicht sagen, was. Bald, Carla, bald. Also war es doch die richtige Entscheidung, das Kind da rauszufischen. Ob der Polizist mich in Ruhe lassen wird, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal. Darf ich da einfach durch? Hi, Carla. Wie geht's denn so? Hi, Doug. Ganz gut. Ist Tyler schon da? Nein, ich glaube nicht. Und? Rückt die Pensionierung näher? Nicht schnell genug. Ja, ja. Ich dachte jetzt schon, er sagt Halt. Dabei hat er Hi gesagt. Okay. NYPD. Mal gucken, ob sie mich findet. Ich glaube, jetzt kommt nämlich das Mädel vorbei wegen dem Phantombild. Oder? Ah, mir wird mein Tisch gezeigt wahrscheinlich. Ich habe sogar ein eigenes Büro. Okay, ich teile es mir mit ihm. Was ist... Er sieht fast schon wichtig aus. Wahrscheinlich muss ich mit ihm später mal reden, weil wenn da einer so rumsitzt, der sieht anders aus als die anderen. Der hat eine Brille, eine Kippe hinterm Ohr, der hat die Füße oben liegen. Der sieht irgendwie anders aus als die anderen. Mit dem habe ich Hallo, später... Carla. Hi. Bestimmt noch was zu tun. Keiner da. Hey, Carla! Bestell deinen Partner, er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet er mir seit 6 Monaten. Geht mich nichts an, Jeffrey. Red selbst mit ihm. Der meidet mich aber wie die Pest. Außerdem hört er hier nur auf dich. Bis später, Jeffrey. Ich hab's doch gesagt, mit dem hat's irgendwas auf sich. Tyler ist noch immer nicht da. Ich ruf mal bei ihm an. Diese faule Haut. Wie es Carla gesagt hat, er scheint in Ordnung zu sein, aber... Hi, Garrett. Wart mal, Carla. Ich habe schon einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay, ich bin den ganzen Morgen hier.
Ah, shit, ich wusste es. Sie haben schon irgendwas. Vielleicht sieht's die Carla ja ähnlich. Genau wie der Polizist. Ein Leben gerettet, eins genommen. Wobei, irgendwie glaube ich das nicht. Okay, gucken wir uns doch mal das Büro an. Das ist wahrscheinlich Tylers Tisch. Tyler hasst es, wenn jemand an seine Sachen geht. Ist sogar ziemlich aufgeräumt, Respekt. Das hätte ich nicht gedacht. Tylers Basketball ist immer noch hier. Wie oft muss ich es ihm denn noch sagen? Quantic Dream steht drauf, ja. Das sind die Entwickler hier von dem Spiel. So, sonst noch irgendwas? Nee, komm, setz dich hin. Ach, er ruft mir erstmal bei ihm an. Wetten, der pennt noch. Ich wusste es. Ja? Weißt du, wie spät es ist? Verdammt! Beweg dich. Die Bedienung kommt heute Morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Schon unterwegs. Das habe ich mir fast gedacht. Ich mag den Kerl irgendwie. Du fauler Hund. Jetzt soll ich ihm wahrscheinlich, genau, jetzt kann ich zu ihm rüber wechseln. Ich gucke erstmal, ob ich irgendwas hier klicken kann. Schauen wir doch mal. Erstmal Licht anmachen. Wobei, ich hasse Licht. Aber Carla ist nicht ich, also braucht sie wahrscheinlich das Licht. Aber es ist noch viel zu früh, wir lassen es aus. Um die Uhrzeit mag kein Mensch helles Licht. Okay, gucken wir mal. Schauen wir mal, kriegst du wenigstens irgendwelche Mails? Cheaper Valium, ja vielen Dank. Kann ich das irgendwie löschen? Nee. Kann nicht gemeldet, mein Job nimmt und komme vorbei, sobald ich keine Telefon vom neuesten. Ciao, Tommy. Wer zum Teufel ist Tommy? All das ist schon einmal geschehen. Kirsten. Was das wohl heißen soll? Kirsten? Aha. Okay, von mir aus. Nö, Anstieg der. Ehrlich gesagt, ich lese in der Früh nicht die Zeitung. Ultimatum läuft ab, es gibt mehr Schnee. Bürgermeisterwahl ja von mir aus. Ich hätte in der Datenbank mal nach Kirsten gucken können. Klick. Aha. Gucken wir mal schnell, vielleicht finde ich ja irgendwas zu Kirsten, wenn ich das überhaupt nachschlagen kann. Schauen wir mal. Datenbank. Muss ich das selber eingeben? Zurück beenden, Eingabe wählen, nächstes Wort. Ah. Also die Polizei, eine Polizeidatenbank. Akta gelegt. Also tatsächlich ein Name, der für einen Fall steht. Ich hätte gern mehr darüber erfahren. Also eine gesamte Polizeidatenbank nach Kirsten zu durchsuchen, halte ich für sehr abenteuerlich. Aber vielleicht sucht er wirklich nur nach Aktennamen oder so. Ja, da werde ich wohl mal mit meinem Boss reden müssen, dass der mich... Nee, das wollte ich eigentlich nicht klicken. Dass der mich da reinlässt. Steh mal auf. Ich gehe mal rüber zu ihm. Ich schätze mal, die Tür nebendran war vielleicht die vom Boss oder so. Vielleicht kann er mir was sagen zu Kirsten und wenn nicht, ist mir auch egal. Dann gehe ich zu Tyler rüber. Keiner da. Wobei, hier sind mehrere Türen. Hi, Frank. Hi, Carla. Gut geschlafen? Ja. Welche Zeitverschwendung. Ich kann noch genug schlafen, wenn ich tot bin. Typisch Carla. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das kommt mir so wie das typische Arbeitstier vor. Okay, keine Ahnung. Ich sehe hier keinen Boss. Ich würde sagen, wecken wir mal Mr. Tyler auf. Wie er immer noch da liegt, obwohl Carla gerade angerufen hat. Ja komm, jetzt steh auf. Jetzt. Bleib doch noch ein bisschen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ich mach uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. So habe ich mir seine Wohnung auch vorgestellt, ganz ehrlich. Wenn ich mich hier so umguck.
So, guck dich mal an. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Ich mag ihn irgendwie. Okay, gehen wir erstmal unter die Dusche. Sie könnte doch ruhig mit unter die Dusche, oder nicht? Moment mal, das war wahrscheinlich die falsche Richtung. Ich schätze mal, die Dusche wird wahrscheinlich... Ich mache uns Kaffee, liegt immer noch im Bett. Die beiden passen zusammen. Du bist viel zu eitel, mein Lieber. Komm ab unter die Dusche. Zack! Die Musik ist jetzt ein bisschen... Die Musik könnte spielen, wenn eine Frau duscht. Ich dachte, sie kommt jetzt zu mir unter die Dusche. Genau, die wird sich jetzt mal schön um meinen Kaffee kümmern. Zähne putzen vielleicht? Nee. Lass sie das mal nicht sehen, die will bestimmt, dass du dich hinsetzt. Seht ihr, deswegen wohne ich alleine. Ah, was haben wir denn da in der Ecke? Deswegen wohne ich alleine. Hände waschen. Pff. Typisch. Das ist... Genau so eine Wohnung hätte ich mir bei ihm echt vorgestellt. Ja, ein bisschen Musiker machen. Also, dass Tyler jetzt schon... Nee, komm, mach mal aus. Dass Tyler jetzt schon gestresst ist, halte ich ja für... Naja. Okay, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Hi, Mädel. Sam schmollt mal wieder. Und ich weiß auch, warum. Warum? Ja, warum denn? Leg dich wieder hin, Sam. Du holst dir sonst bei der Kälte noch den Tod. Ich friere nicht. Oh Mensch, Sam, fang nicht wieder an. Ich hab nicht vor, heute den Löffel abzugeben. Das macht mich allmählich wahnsinnig. Ich sterbe jeden Tag vor Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Ich verstehe dich ja, Sam. All die Gewalt ist erschreckend. Aber wenn niemand etwas tut, geht alles den Bach runter. Wir wollen auch mal Kinder haben. Den möchte ich eine bessere Welt hinterlassen, als die, in der wir leben. Und wieso musst gerade du ständig dein Leben riskieren, Tyler? Wieso gehen wir nicht nach Florida, arbeiten mit meinen Eltern und führen ein normales Leben, wie andere auch? Wieso muss ich Tag ein, Tag aus um dein Leben bangen? So ein Leben wäre nichts für mich, Sam. Ich habe schon zu viel mit Gewalt zu tun gehabt, um jetzt so ein 0815-Leben zu führen. Ich weiß, du liebst mich, Sam. Versuch auch, mich zu verstehen. Ich glaube, das hat gestimmt, was ich gesagt habe. Zumindest geht's ihm jetzt besser. Aber so eine Diskussion kannst du nicht gewinnen. Weil wenn das Mädel zum ersten Mal sagt, naja, weil ich war früher auch Polizist. Ich meine, ich hatte zwar keine Frau an meiner Seite, aber ich verstehe schon, was sie sagt. Zieh dich mal an. Ich verstehe sie schon und sowas kannst du nicht gewinnen. Da kannst du überzeugend sein, wie du willst. Das geht einfach nicht. Vor allem jetzt bleibt sie da auch noch genau so sitzen, mit genau dem Gesichtsausdruck. Jetzt muss ich an ihr vorbeilaufen, zurückgucken und genau so schaut sie mir dann hinterher. Aber er hat auch recht. Was soll er denn machen? Ich meine, irgendwer ist halt mal Polizist. Ich kann auch nicht mehr mit dir reden, glaube ich. Ja, komm, verziehen wir uns. Oder? Ja, komm. Wie sie mich schon anguckt. Jacke könnte auch nicht schaden, ne? Ich sag doch. Habt ihr gesehen? Genau mit dem Gesichtsausdruck schaut sie mir hinterher. Komm, gib ihr noch einen Kuss. Ich liebe dich. Hoffentlich hat sie das nicht das letzte Mal zu mir gesagt. Fühlt sich gerade irgendwie so an, als gehen wir jetzt und wir sehen sie nie wieder. Komm raus hier. Ja, das lief ganz gut. Das passt schon. Typische Tyler-Musik.
Hi, Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ach. Ja, ich weiß. Und? Rückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. Weißt du, ein Satz ist mal lustig, wenn man den ein-, zweimal kriegt, aber wenn er das 10-mal gefragt wird pro Tag, glaube ich, nervt sich auch irgendwann. Oh oh. Moment mal, ich sollte Jeffrey ausweichen, oder? Hi, Tyler. Alles klar? Hi, wir kommen eh gleich zu dir, sobald ich bei Carla war. Hey, Tyler! Shit. Welch ein Zufall! Ich hab dich schon überall gesucht. Oh, Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir vor einem halben Jahrhundert Piepen geliehen hab? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Jeffrey, du wirst doch wohl nicht wegen 100 lausigen Dollar unsere Freundschaft aufs Spiel setzen. Du wirst doch wohl nicht. Und ob? Rück die Knete raus, bevor ich gleich die Geduld verliere. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. Oh, ich habe keine Ahnung von Basketball. Ja, Tyler wird es schon regeln. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Garrett hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Ja, okay. Kann ich noch eine Runde Basketball spielen? Wenn das schon Tylers Basketball ist, will ich damit auch gleich eine Runde spielen, hier. Ich muss ein bisschen trainieren, bevor ich gegen Jeffrey spiele. Muss ich irgendwas klicken? Ach, ich dachte, er wirft ihn in den Korb nebendran. Ich lasse jetzt mal nicht warten. Ich könnte jetzt an meinem PC ein bisschen rumfummeln, aber ich lasse jetzt mal lieber nicht warten. Ich bin sowieso schon viel zu spät dran. So, beeil dich, Tyler. Ja, genau da. Deswegen habe ich vorher nicht mit ihm geredet, weil ich mir schon fast gedacht habe, dass wir zusammen dann zu ihm hin sollen. Jetzt gucken wir mal, was er über mich rausgefunden hat. Und? Womit willst du anfangen? Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen dann Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Hm, der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Was ist mit der Blutlache in der Kabine? Du wirst es mir nicht glauben. Das Blut war nicht vom Opfer, sondern vom Täter. Wieso saß der blutend in der Kabine? Das ist mir auch ein Rätsel. Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Und? Was haltet ihr von all dem? Ich kann mir die Blutspuren in der Toilettenkabine nicht erklären. Das Opfer hätte den Täter in einem Gehangel verwunden können. Aber wieso hätte das in der Kabine sein sollen? Man könnte meinen, der Täter habe sich selbst verwundet. Wieso nicht? Jedes Metier hat so seine Schusselköppe. Mörder wohl auch. Die Erklärung erscheint mir etwas dürftig. Jedem das Seine, Carla. Ich arbeite im Labor und du suchst nach Erklärung. Danke für deine Hilfe. Bis später. Und, was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay, bis nachher. Naja. Naja, das waren jetzt auch keine neuen Erkenntnisse eigentlich. Also ob sie mir noch jetzt so sehr auf der Fährte sind, wer weiß. Okay, gucken wir doch mal. Die Bank des Leichenschauers oder die Polizeiwache. Also
persönlich tendiere ich immer so ein bisschen zu Lukas. Leichenschauhaus musste ich in meinem Leben ein-, zweimal wirklich mitmachen. Und eine Autopsie mitzuerleben, vor allem die Gerüche, ist nicht so toll. Also gehe ich, das brauche ich auch nicht noch hier im Spiel. Ich könnte das Phantombild anfertigen lassen. Da könnte ich vielleicht ein Phantombild anfertigen lassen, das überhaupt nicht nach Lukas aussieht. Ach komm, ich kümmere mich um Lukas. Die Polizisten sollen ruhig ihre Arbeit machen. Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen, aber ich wusste noch nicht, wogegen. Ich glaube, es ist auf der Arbeit. Da stand die Bank drunter. Ich dachte, er holt sich vielleicht gerade Geld oder so, aber ich glaube, der arbeitet wahrscheinlich hier. Wenn ich jetzt raten müsste. Gucken wir doch mal. Habe ich gespült? Ach, keine Ahnung. Egal. Ich kann einfach so tun, als wäre ich es nicht gewesen. Okay, mal raus. Zack. Ja, jetzt ist es klar, ich arbeite hier. Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Mhm. Hätte ich auch gemacht. Ich sehe den leuchtenden Punkt. Da werde ich auch hingehen, aber ich dachte, vielleicht gucke ich mich vorher einmal schnell um. Mal ganz, ganz langsam. Hey du, x-beliebiger Mitarbeiter. Du bist bleich, Lukas. Alles in Ordnung? Ja, danke, x-beliebiger Mitarbeiter. Wie sieht's hier aus? Mann, siehst du alt aus. Hast wohl letzte Nacht durchgemacht. Ja, okay, komm, gehen wir zur Arbeit. Die sagen wahrscheinlich alle das Gleiche. Sieht hier irgendjemand besonders aus? Der da. Du bist außerhalb deiner Kabine, du bist doch bestimmt wer Besonderes. Okay, egal. Ja, genug rumgealbert, ja. Gehen wir hier rein, komm. Klack. Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der Nazem und Jones Bank. Cool. Ich teile mein Büro mit Warren. Respekt, cooles Büro. Weißt du, wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste nochmal nach Hause, um mich umzuziehen. Hm. Tolle Ausrede. Ich dachte, ich kann mit ihm reden, aber anscheinend nicht. Setzen wir uns mal hin. Cool. Leiter der Informatik. Was, auf die Plätze? Dieser Typ ist so komisch. Direkt unheimlich. Wie bitte? Was? Hast du was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Ist wirklich alles in Ordnung, Lukas? Ich habe was gehört. Als ob ich Gedanken lesen könnte. Ah, das ist wahrscheinlich seine Ex, was er vorhin erzählt hat. Tiffany und ich. Dürfte vor 2 Jahren gewesen sein. Ich hab's einfach noch nicht wegwerfen können. Ist in Ordnung, behalt's dir. Verdammt! Jetzt hatte ich die Möglichkeit zwischen dem linken und der rechten Schublade und ich habe natürlich genau die gewählt, die ich schon aufgemacht habe. Din, din, din. Es war genau wie vorhin mit dem Kreuz. Ich meine, schaden kann es nicht, das anzunehmen. Was liegt denn da auf der... Moment mal, was liegt denn da auf der Seite? Oh oh. Es sieht irgendwie wichtig aus. Komm, geh ran. Lukas Kane? Hallo, Lukas. Hallo, Tiffany. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Passt es dir heute Abend? Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Okay, wird nicht lange dauern. Ist
Alles in Ordnung, Lukas? Ich muss Schluss machen. Ich hab zu tun. Tschüss. Pass auf, die Tasse. Lukas? Stimmt was nicht? Nein, ich dachte nur... Es kam mir so wirklich vor. Ich sah die Tasse fallen. Lukas? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Hallo? Ja, wir schauen sofort nach. Nummer 62 hat ein Problem. Ich gehe hin. Nein, lass. Ich mach's. Wie du willst. Es war genau so, wie ich es gesehen hatte. Wie mit den Bullen in der Wohnung. Kann es sein, dass ich Dinge sehe, bevor sie sich zutragen? Vielleicht. Er ist der Leiter der Informatikabteilung. Wieso muss er Support leisten? Hast du dafür nicht irgendwelche Untergebenen? Egal. Nummer 62. Okay, es wird mir angezeigt, aber ich schätze mal, die haben wahrscheinlich hier. Ja, aber ich erkenne die Nummern eh nicht. Gott sei Dank wird es mir auf der Karte angezeigt. Na dann, lieber X. Ich wollte eigentlich sagen, na dann, lieber x-beliebiger Mitarbeiter, was ist Ihr Problem? Hier passiert gleich irgendwas. Hallo? Oh-oh. Oh-oh. Okay, ich habe nur bestimmte... Was? Bewegung? Wohin denn? Wohin denn? Okay, nicht dahin. Oh, oh. Okay, sieht gut aus. Was? Din, 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 din. Ich habe in meinem Leben schon so häufig so schnell irgendwelche Tasten drücken müssen in Spielen. Irgendwann habe ich es drauf. Igitt. Das wird schneller. Wenn das jemand auf der Überwachungskamera sieht. Zum Glück hat es mir eine Sekunde vorher angezeigt, dass ich wusste, worauf ich mich einlassen muss. Hier laufen doch irgendwelche Leute rum, das sehen die doch. Komm nur her. Bei solchen Sachen werde ich kein Leben verlieren. Außer vielleicht beim Polizisten. Wenn ich irgendwo falsche Entscheidungen treffe, aber das Klicken kriege ich hin. Vor allem darf man auch einige Fehler machen. Diet, diet, diet. Seht ihr die Konzentration? Ich will es einfach nur nicht versauen.
Jetzt hat er den PC aber noch nicht repariert. Das ist ja aus dem Restaurant, oder? Ja. Eine zweiköpfige Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Wehe dem, der durch die Schlange hindurch sieht. Lukas? Lukas, was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Puh. Leichenschau... Ich will immer noch nicht... Ich muss wahrscheinlich das Leichenschauhaus machen. Zweiköpfige Schlange... Hat der mich gemeint? Ein Kopf in der... keine Ahnung. Ich... Ganz ehrlich, sorry, Carla. Du bist ganz nett, aber... Ich kümmere mich lieber um das Phantombild. Leichenschauhaus, nein. Herein! Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Nun, setzen Sie sich. Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein. Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's. Okay. Steuertasten, Gesichtswellen, Eingabe bestätigen Sie, überlassen Sie... Mit der Rücktaste überlassen Sie der Wahl dem Zufall. Was sieht denn am wenigsten nach... Ganz sorry, aber... Oh, das sieht gut aus. Ja, sehr schön. Ja, das sieht doch nach Lukas aus, oder? Jawohl. Können wir noch... Was gibt's denn noch so für Haare? Also wenn das alles ist, was die New Yorker Polizei hinkriegt an Phantombildern, dann sehe ich aber schwarz. Dann bin ich ganz froh, dass ich hier in Deutschland wohne. Ja, also wenn das nicht Lukas Kane ist, weiß ich auch nicht weiter. Jawohl, sieht gut aus, oder? Das ist Lukas. Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ja, natürlich. Ja, zumindest soweit ich mich erinnere. Richtig so. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Finde ich Wenn gut. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Ja, da muss ich Tyler recht geben. Da muss ich ihm wirklich recht geben. Jetzt muss ich doch das Leichenschauhaus machen. Ach. Ihr werdet Lukas nie kriegen. Dafür werde ich wahrscheinlich noch büßen. Für das falsche Phantombild. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Ich bleibe, wenn Sie nichts dagegen haben. Medizin interessiert mich. Und Autopsien auch. Ja. Wie Sie wollen. Keine äußeren Hämatome am Körper. An der rechten Hand 2 abgebrochene Fingernägel. Er hat den Mörder erst im letzten Moment gesehen. Ihm blieb keine Zeit, sich zu wehren. Ein großes Hämatom hinten am Schädel. Hinterhauptbein gebrochen. Abnorme Dilatation. Beider Pupillen. Warum sind seine Pupillen erweitert? Was hat er gesehen, bevor er starb?
3 Stichwunden zwischen der 3. und der 5. Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein. Die Stiche sind von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. Der Mörder ist links. Ein Stich trennte die Aorta durch und die anderen 2 durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Er hatte wirklich keine Chance. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Glauben Sie, der Mörder hatte Anatomiekenntnisse? Könnte sein, aber ich bezweifle, dass jemand, der sich in menschlicher Anatomie auskennt, so etwas tun würde. Um jemanden derart langsam und qualvoll sterben zu lassen, muss man schon gestört sein. Glauben Sie, das war ein Zufall? Schwierig zu sagen. Die Chance, zufällig mit 3 Stichen alle 3 Hauptherzarterien zu durchtrennen, ist recht gering. Aber unmöglich ist es nicht. Ich habe schon einmal so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern, glaube ich. Genau identisch. 3 Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, Carsten oder Kirsten oder so ähnlich. Kirsten. Ja, genau, Kirsten. Kennen Sie diesen Fall? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Ich war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Puh, einen Fehler habe ich gemacht. Bei der Obduktion. Im Leichenschauhaus und direkt gescheitert. Da hatte ich ja bei Lukas irgendwie mehr Glück. Da habe ich, glaube ich, 1-2 Mal einen Fehler gemacht, aber es hat immer noch funktioniert. Mann. Mal gucken, ob sie ihn kriegen. Wir gucken in der nächsten Runde mal weiter, aber mit dem Phantombild, ich kann mich nur wiederholen, mit dem Phantombild, wenn die Polizei so arbeitet, was sie natürlich nicht tut, aber mal gucken, ob sie mich kriegen. Ich meine, auf der anderen Seite, sie haben momentan eigentlich nichts von mir. Sie haben, der Polizist hat mich gesehen, mal gucken, ob da noch was kommt. Und das Phantombild hilft überhaupt gar nichts, das wollte ich ja auch irgendwie so. Und ansonsten haben sie nichts, sie haben meine Fingerabdrücke und sie haben Blut, aber das hilft ihnen ja nichts. Außer Lukas ist registriert. Gucken wir mal, wie es weitergeht, würde ich sagen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt bei ihm daheim sitze, klopft es gleich wieder an der Tür und vielleicht ist es gerade Abend und die Lucy kommt vorbei. Wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe. Egal, wir gucken uns das in der nächsten Runde mal an. Hier machen wir mal Schluss. Dann geht's natürlich weiter, schon sehr bald. Und bis dahin, liebe Leute, mal gucken, ob ich's überlebe oder ob mich die Polizei nochmal schnappt. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.